Brummen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt. Da ist die Chance. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Der sieht gut aus. Elegant. Einfach beeindruckend. Auch das macht einen Superstar aus. Das Spiel hat gerade angefangen und er ist schon da. Und er zielt so ein wunderschönes Tor. Weltklasse, ein perfekter Abschluss und die Zuschauer sind außer sich. Was für ein Auftakt. Tempo-Gegenstoß. Der kommt weit nach vorn. Van Dijk sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Cristiano Ronaldo. Van Basten spielt ihn gut raus. Meine Güte, was spielen die hier für... Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Mbappé! Der Mann mit den 1000 Händen heute. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. De Ligt. Mbappé hat die Chance. Physisch enorm präsent. Cristiano, da ist die Möglichkeit. Überragende Aktion. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ball ist über der Seitenauslinie. Bekommt er den? Er haut ihn raus. Conte, das ist die Chance zum schnellen Konter. Gefährlich. Und macht er den? Jetzt der Schuss. Das könnte was werden. Conte! Den muss er machen. Bremen hat hier großes Glück gehabt. Da müssen sie aufpassen. Wunderbarer Einsatz. Ein sensationelles Tackling. Und das in einer solchen Situation. Definitiv keine Selbstverständlichkeit. Cristiano Ronaldo. Der Ball kommt zurück. Was für ein Fehler. Und der Konter läuft. Guter Ball in die Gasse. Van Basten. Wahnsinn. Ein herrlicher Treffer. Super. Und jetzt ziehen sie davon. Und tschüss.
Das ist die hohe Fußballkunst. Ein schöner Heber über den Keeper. So, 2-0 jetzt also. Ja, ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Vieira. Das Ding passt. Conte. Bremen bekommt den Freistoß. Der hat's nicht ganz geschafft. Die Distanz macht eigentlich einen direkten Torschuss unmöglich. Hier ist Pjanic. Den Ballverlust sofort wieder von Basten. Ja, da war der Torwart schon geschlagen. Von Basten hat auf den Pass gewartet. Ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. De Ligt spielt den Feuerwehrmann. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Vieira. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Und bitte. Gefährlich. Er sitzt. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff dieser Paukenschlag. Aus dieser Entfernung vor dem Tor, ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, da nutze die und drin ist er! In den letzten Sekunden der ersten Hälfte ziehen die noch so ein Ding raus. Ja, meine Güte. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Und damit steht fest, Doppelpacker. Das ist... Auf geht's in die Kabinen, es ist Halbzeit. Bremen liefert natürlich auch hier seinen großen Beitrag zu diesem fantastischen Fußballspiel. Die Visiere sind komplett nach oben geklappt. 4 Tore in der ersten Hälfte, 2 für jeden. Na, so kann's doch bitte weitergehen. Wir gehen also in den zweiten Spielabschnitt. Marco von Basten. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so... Riesenmöglichkeit. Das wird nichts. Weit vorbei. Der Ball ist nicht im Tor, aber es war zumindest mal
Ein Abschluss, davon hat es ja bisher nicht so viele gegeben. Becker. Jetzt aber. Hauptsache weg mit dem Ding. Beckham. Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Der Torhüter haut ihn weit raus. Schöne Kombination. Mbappé. David Beckham. Jetzt ist was möglich. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Cristiano Ronaldo hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Beckham, klares Foulspiel. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Das gibt Abstoß. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Van Basten, jetzt aber. Ein Eigentor, was für eine Katastrophe. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert's eben. Da war der Zufall im Spiel, aber das macht's auch wieder spannend. Das sind zwei Mannschaften, die auf aller... Er bringt die... Der ist drin! Jetzt haben sie den Ausgleich geschafft, auf den sie so gedrängt haben. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Das wird hier so langsam eine ernsthafte Bewerbung um den Titel Comeback der Saison. Was für ein Wille, was für eine Moral. Das hat richtig wehgetan, aber sie haben sofort dagegen gehalten. Cristiano Ronaldo. Da ist er vorbei. Conte, die Chance. Das ist Mbappé. Sergio Ramos. Ja, jetzt muss er mal zeigen, was er drauf hat. Becker. Er versucht. Da ist es passiert. Und damit ist das Comeback perfekt. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt. Sie haben es ausgenutzt. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel.
Es ist Zeit für neue Energie. Das ist die Führung. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Der Hurricane himself, Harry Kane. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Immer mutig nach vorn, das ist die richtige Devise. Das ist völlig richtig. Harry Kane. Hier ist David Beckham. Cristiano Ronaldo. Harry Kane. Wuppertal. Lauert. Sie bleiben immer mit ein paar Mann vorne. Lass mich raten, also Sie setzen auf Konter. Genauso sieht's aus. Sie wollen den Ball gewinnen und dann wollen Sie natürlich einige Spieler vor dem Ball haben, um den Konter zu fahren. Jetzt der Abschluss. Das war eine gute Chance, die Führung auszubauen. Sie dürfen weiter auf den Ausgleichstreffer hoffen und das haben Sie nur Ihrem Torhüter zu verdanken. Das sieht gut aus. Er hat aber weißes Auge. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen Sie weiter zittern. Lang nach vorn. Van Dijk ist zur Stelle und entschärft die Situation. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Beckham ist auf dem besten Weg, drei Treffer hier zu erzielen. Harry Kane, er hält drauf. Ach herrje, was für ein Fehler. Bockstarke Aktion. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Kane ist abseits. Sie sind noch nicht durch, aber Sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für Sie. Müller. De Ligt hat gut aufgepasst. Pogba. Starker Pass und der Hurricane himself probiert's. Eine Glanzleistung des Keepers. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Das könnte. Er versucht's. Und nochmal. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Er bekommt den Rebound und reagiert klasse. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern, das ist ja abenteuerlich. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Er ist heute der Schrecken der Abwehr. Sie finden gegen ihn kein Gegenmittel, schon zum dritten Mal nicht. Und damit dürften die Dinge hier komplett geklärt sein. Cristiano Ronaldo. Savic. Der kommt tatsächlich durch. Jordi Alba. Und das war's. Aus und vorbei. Vor dem Gegner kann man nur den Hut ziehen. Sie haben nie aufgegeben und haben das Unmögliche möglich gemacht. Was sagst du zum Spiel, Hansi? Ich bin für eine neue Spielzeit. So unterhaltsame Partien sollten durchaus zweimal 90 Minuten dauern. Bevor wir gleich nach Hause gehen, möchte ich mich noch bei Hansi Küpper für seine treffenden Analysen heute Abend bedanken. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten.